Da sind wir wieder. Ja, und Steffi hat's geschafft. Es fehlt nur noch ein Schornsteinstein. Genau, der fehlt hier und der klemmt schon hier im richtigen Schacht, damit da nichts mehr schief gehen kann. Dann bin ich ja mal gespannt, was jetzt passiert. Ja. Ja. Kannst du auf den grünen Knopf drücken? Ich kann gerade gar nichts, weil meine Maus sich nicht bewegt. Jetzt. A real man builds a real house. Wimp. Aha. Ja, ein Wimmelbild. Das freut mich doch. Es dauert jetzt momentan immer einen Moment, bis das neue Bild geladen ist. So. Oh, lecker. Ach du Scheiße, wir müssen hier ein Delfin. Okay. Der passt nicht so ganz in den Kühlschrank. Vielleicht müssen wir den erst zerhacken oder ausnehmen Vielleicht ist oder das so. Thunfischcreme, ist ja kein Delfin. Warte mal, was ist hier? Da ist der Das war Delfin. der Delfin. Der war im Müsli verborgen. Rechts ist, glaube ich, die Kiwi, oben neben dem Rasierer. Nein, das ist Nein? eine Birne oder eine Zitrone. Nein, das ist eine Das Kiwi. ist keine Kiwi. Da sind grüne Blätter dran. Das ist keine Kiwi. Achso, die habe ich nicht Das ist gesehen. Kiwi. Das ist Kiwi, ja. Ja. Aber die Waffeln, sind das die da oben rechts? Da? So. Ja. Ich habe noch gar nicht geguckt, was wir Wissen Sie? eigentlich. Sowas erkenne ich sofort. Waffeln erkenne ich. Fleisch und so nicht und Fisch. Dann, ich sehe die Schokolade. Das ist gut. Fisch ist oben links an der Wand. An der Wand. Bisschen höher. Hä? Bisschen tiefer. Ach Gott, Ja, tatsächlich. nee, meinte ich. Wo ist das Bier? Nee, hier nicht. Hier ist Oben Wein. in dem Kuchen ist auch der Brezner. Der Brezner. Brezner. Genau. Die Gurken. Wo sind die denn? Da unten, da, das sind doch die Gurken, rechts. Ja. Eigentlich ist es Ach Gott, das relativ. ist alles versteckt. Oben ist noch ein Fach, wahrscheinlich ist da noch einiges drin. Stimmt. Eiswürfel. Ja, da sind sie doch. Da. Nee. Will er nicht. Aber irgendwas davon müssten die Eiswürfel sein. Rechts ist natürlich auch noch ein Fach, aber da ist, Das glaube war das ich, kein. Bier, okay. Ja. Rechts Da sind Eier. die Eier. Und die Da ist die Eiswürfel. Eiswürfel. Da sind doch Das. keine Eiswürfel drin Ach, normalerweise. Moment, ja, die müssen wir erst ins Gefrierfach packen. Ach, wie geil, okay. Und jetzt haben wir die Eiswürfel. Dann brauchen wir noch Pflaumen und Huhn. Das ist beides versteckt. Oder man muss irgendwas tun. In der Dose da, in der Flasche? Da rechts ist ein Marmeladenglas, da wird wohl kein Huhn drin sein, ne? Nee, ich dachte vielleicht Pflaumen. Irgendwas. Warte mal, irgendwo zuckt es hier, glaube ich, immer. Ah. Ich überlege Irgendwo gerade. muss ja diese Hand wieder erscheinen, damit ich damit irgendwas tue. Sicher? Da ist das Huhn. Das war, ach so, das war da drin, okay. Ein gefrorenes Hähnchen. Pflaume ist, glaube ich, links oben im Kühlschrank, hinter der Dose. Ja. Oder Nein, das? da war's. Rechts Ja. oben. Toll, wir haben einen Delfin gefunden. Ja, noch weiß ich nichts damit anzufangen. So, was haben wir denn noch hier? Ja, hier haben wir jetzt. Was haben wir denn überhaupt? Ich muss jetzt. Schlüssel haben wir Ach, wir haben ja noch gekriegt. das Puppenhausteil, genau. Ja, und Schlüssel. Hast du noch eine Ahnung, wo der Schlüssel hinkommen könnte? Ach, wir haben ja noch ein paar Schlösser. Dann werden wir schon was finden. Ach ja, da brauchen wir das Brandeisen, genau. Ja. Das müssen wir noch mit dem Gasherd erhitzen. Zur Richtig. Erklärung, es ist jetzt ungefähr eine Stunde später oder so, oder Ja, genau, wir dreieinhalb. haben eine Abendessenpause gemacht. Genau, deswegen müssen wir uns wieder auf den aktuellen Stand bringen. Also bei euch ist natürlich ein Tag später. Ich gehe mal raus. Jawohl. Ach, wie kamen wir eigentlich hierher? Ach, da so. Okay, stimmt. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, ich glaube, da ist Also sonst ich auch würde nichts gerne das weiter. Puppenhaus eventuell. Ja. Richtig. Puppenhaus und das andere. Die Schlüssel müssen wir noch finden. Ich weiß gar nicht mehr. Oh, wir können das Bild angucken. Waren wir in diesem Raum schon? Jetzt haben wir noch ein Kamel. Ich glaube fast nicht, ne? In diesem Raum waren wir doch noch gar nicht. Nee. Was haben wir denn hier? Er schreibt was. Ja, da brauchen wir eine Kombination. Ich brauche eine Art Zugangskarte mit einem Zahlencode. Okay, ja. Finden wir schon noch irgendwann. Also und eine Karte, genau. De Warte mal. Ist hier noch irgendwas versteckt Warte mal, an ich den gucke noch mal Wänden ganz oder so? kurz.
Ich bin da reingegangen, glaube ich, oder bin ich da rausgegangen? Weißt du das jetzt noch? Jetzt kamen wir gerade von rechts. Ja, okay. Gut, da geht's nicht weiter. Dann können wir jetzt hier noch geradeaus. Ja. Das hört sich an, als wären wir auf einem Schiff oder so, ne? Ja, schon. Imagine you're among people and suddenly you stop. You notice that people you meet act as if they're doing you a favor, just to see you. Your supposedly loyal servant acts as if you owe him. But I am generous and still decided to give him eternal life. Oh, da sind wieder zwei Türen. Oh Mann. Ja, ein Bogen und eine Tür. Ja. Der guckt ein bisschen komisch. Naja, der ist tot. Naja. Ui. Da ist ein Pferd. Nee, das ist ein Hund. Dann über das. Aber. Ah! Moment. Zu einsetzen. Der Delfin muss ins Wasser. Nach und rechts. Das Kamel in die Wüste. Rechts ist das Wasser, oder nicht? Nee, das ist das Meer. Sehr gut. Das ist Polarlicht. Das ist irgendwas Kaltes. Ein Eisbär oder ein Pinguin oder sowas. Der Hund ist doch. Wobei, von der Logik her wäre es natürlich ein Eisbär, weil Pinguine auf der Südhalbkugel vorkommen. Ja. Der Hund ist da schon okay? Ja, auf dem Bauernhof würde ich schon sagen. Okay. Ja, dann aber wir brauchen noch zwei. Hm. Okay. Das letzte Teil. Ich habe das Teil selber gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass ich plötzlich ein Handsymbol hatte. Sehr gut. Wir haben das Bett komplett. Links oder rechts? Da, wo keine Tür ist. Das ist rechts. Ja. Okay. I'm glad you're home, darling. Yes, sweetheart. And I'm going to make us a marvelous dinner. My dear, have you seen the sauce I made this morning? Oh, I thought that it was dog food, so I fed them with it. How could you do that? I was cooking all morning, trying to please you. Sorry, sweetie. I didn't know. Ja. Das ist irgendwie sehr merkwürdig alles. Ja, schon. Der Vogel. Ein Vogel, jawohl, ein Adler. Haben wir da irgendwas? Wir haben einen Schlüssel, aber ich glaube, der passt da nicht rein, oder? Nee. Hast du probiert überhaupt? Nö, aber. Ja, da doch nicht. Schlüsselloch. Aber warum ist das so ein Symbol? Wahrscheinlich muss da noch was reingesteckt werden. Ein Türknauf vielleicht. Vielleicht. Stand ja da. Ja, dann wird's das wohl sein. So, also da geht's schon mal nicht weiter, Sackgasse. Ja, dann machen wir die linke Tür. Kein Entkommen. Ja. Das ist ja auch sehr anheimelnd hier. Die Truhe kann man nicht öffnen? Nein. Den Schrank? Moment. Ich mache das wie eine Haftraumkontrolle, eins nach dem anderen. Da. Was ist hier nur geschehen? Da ist der Schlüssel. Scared, Sam? It was just a joke. Everyone has skeletons in their wardrobe. Das war mal geil gemacht. Ja. Oh. Die ist sechseckig. Das war das Rätsel auf dem Dachboden. Auf dem Dach. Dreieck. Stimmt. Stimmt. Ja. Ja, ja, du hast recht. Oh Gott. Haben wir jetzt so viel vor? Ja, eine ganze Menge. Ja, also. Ja, das war das kleine Kommen. Halt, da hängt was am Bettpfosten. Da war eine Hand eben. Ein Zwillinge-Symbol. Das sind schon drei Sternzeichen, oh ne? Oh Gott, hoffentlich haben wir nicht schon welche übersehen. Nee. Jetzt haben wir drei Sachen hier gefunden. Das könnte vielleicht reichen. Du kannst den Vogel noch einsetzen, wenn du willst. Ja. Ach. War das nicht in dem Raum? Nein, doch. Hier, oder?
Ich hätte jetzt rechts gesagt. Nordamerika, ja, gut. das ist ein Weißkopfseeadler, der kommt in Nordamerika vor und nicht in Skandinavien, wo das Polarlicht ist. Deshalb. Aha. Ich denke mal, da kommt ein Eisbär hin oder vielleicht noch ein Rentier, aber eher ein Eisbär. Ein Elsch. Oder ein Elsch. Ja. Ja, jetzt haben wir ein paar Räume. Also Puppenhaus und Dachboden. Ich finde nicht zurück. So. Zurück, genau. Ja. Okay. Ich Und weiß zu überhaupt zurück, zurück. nicht. Waren wir da eigentlich? Ach ja, da war die Ja. Küche, oder? Ja. Zurück. Und hoch. So, jetzt gehen wir rechts, oder? Dachboden? Rechts. Also zurück, meine ich, ja. Ganz schön viele Gänge mittlerweile, ne? Ja, warte mal, ich möchte mal ganz kurz hier auf die Karte gucken. Ja. Ja, im Badezimmer, ja. Da war das Schlafzimmer. Was war denn im Schlafzimmer? Das Tierrätsel. Genau. Nee. Da kommen wir doch gerade her. Nee, das war nicht, das Tierrätsel war doch nicht im Schlafzimmer, das war im Esszimmer. Oder irgend sowas ähnliches. Ach, Schlafzimmer ist doch das mit den, wo wir das Bett noch, das Teil noch reinstecken müssen. Das siebte, was wir jetzt eingesammelt haben. Ja, richtig. Dann gehen wir da jetzt zuerst hin. Ja, dann musst du wieder zurück jetzt, okay. Na, ich Ja, können muss wir auch jetzt machen. da rechts und dann immer nur geradeaus. Ja, rechts, links und dann geradeaus. Rechts. Ja, hätten wir auch eben machen können. Links. Und dann nochmal geradeaus. Können wir auch das erst machen, hast recht. So. Beds keep many secrets. Some of them can change your life. Eine Eine Stahlrose. Rose. Ja. Ja, schön, dass wir das haben. So. Im Badezimmer konnten wir jetzt aktuell nichts machen. Moment mal, warum wird denn da jetzt immer noch ein Was? Minigame angezeigt? Ach, das ist das Ding hier. Ja. Ja, gut, damit können wir jetzt gerade noch. Moment mal. Ah, Die gut. Brosche. Dann fehlt nur noch eine. Ja. Also wie gesagt, wir können was auf dem Dachboden machen und wir können im Puppenhaus was machen. Also beim Buddha. Ich wäre jetzt fürs Puppenhaus. Jetzt muss ich gerade wieder überlegen, wie ich da hinkomme. Das ist beim Buddha links. Hier? Nee. Nee, erstmal müssen wir ganz zurück. Ja, das meine ich. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich merke das schon. Zurück. 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 Oben wäre der Dachboden, wären wir schon Ja, gut, da. dann gehen wir dahin. So. Das ist jetzt, glaube ich, ein Rechenrätsel, oder? Ich weiß nicht. Ja, doch. Könnt ihr Hier es nicht näher? eins. Näher ran kann man nicht. Oh. Na gut. Warte mal, ich muss erst mal gucken, was ich überhaupt bewegen kann. Okay, ich kann die markieren. Ich kann die vertauschen, okay. Und jetzt Ah, leuchtet das das. stimmt. Also der Rahmen ergibt dann praktisch. 4, 3 und 3 gibt 10. 4, Aha, 4 und so. 3 gibt 11. Gut, dann müssen wir erstmal eine Ecke fertig machen, Warte würde ich sagen. mal. Fangen wir in irgendeiner Ecke mal an. Okay, 12. 12. Ja. Das höchste, was wir haben, ist eine 5. Dann kann die Ja. 2 schon mal da nirgends hingehören, weil wir nur eine 5 haben. Okay. Dann hau da mal eine 5 hin. Unten links ist Nee, eine nee, 5. ich würde die 5 eher in die Mitte packen. Okay. Weil wir hier viele hohe Zahlen haben. Okay. Ich kann die 5 nicht. Ach Doch, du so. musst es verschieben. Ja, Ja. okay. So. So. Okay. Dann würde ich jetzt mal bei der 12, ich würde da mal einfach zum Ausprobieren hier eine 3 hinpacken. Ja. Und da eine 4. 3 und 4 sind 7.
Dann bräuchte ich hier eine 5, das geht nicht. Also bräuchte ich hier 4 Vierer. Packst du die 4 ganz nach oben? Puh. Ja. Unten rechts ist noch eine 4. Oder die geht auch, ja. So. So, 54, 9. Dann bräuchte ich hier noch mal eine 4, damit ich auf 13 komme. Unten links ist das nicht eine? Unten rechts ist auch eine. Nee, das unten links ist, glaube ich, das ist eine Eine 1. 1? Ja. So schwer wird das aber nicht, das Rätsel. Was sagst du jetzt? Moment. Eine 7 brauchen wir da. Mach den mal in die Ecke, die Ja, 2. warte mal, warte mal. Die 2 würde ich in die Ecke machen. Fertig. So einfach ist das. Eine neue Garderobenmarke. Ah. Können wir gleich auf dem Rückweg machen. Jetzt machen wir erstmal den Ja. Buddha. Den Würfel, da kannst du nicht nehmen, ne? Der liegt ja so. Nee. Ich habe nur gefragt. Ja. Nee! Buddha. Zurück, ja. Zurück. Zurück. Ich glaube, jetzt weiß ich's. Ich habe ihn gefunden. Fast ohne Hilfe. Aber nur fast. Das Dach. Lauf. Ich muss ja gerade an eine Gruselkabinett-Folge denken. Kasi! Nein, nicht an Kasi. Weil der was der gestern gerade hochgefahren bin. Oh, das Ein Schlangenauge. Schlangenauge. Nein, ich muss gerade an das Gruselkabinett-Hörspiel Das unheimliche Puppenhaus denken. Das gefällt mir sehr gut. Ist jetzt das Badezimmer von hier aus das nächste oder die Garderobe oder... Es ist alles in dem neuen Bereich auf jeden Fall. Warte mal. Was haben wir denn noch? Ja, dann haben wir diese Sternzeichenmarken. Wir haben immer noch diese blöde Ölkanne. Kommt schon noch. Und eine Stahlrose. Also haben wir Ja. jetzt erstmal Garderobenmarke und Schlangenauge. Ja. Naja. Hast du keine Lust mehr? Doch. Rechts. ja, ich wollte nur noch mal gucken, ob es da vielleicht noch was Neues gibt. So. Da ging ja auch nichts mehr, ne? Das ist fertig. Ja, es sieht halt so komisch aus mit diesem Loch. Das Bad, genau. Mal gucken. Siehst du, ich hab doch gesagt, die schwimmt da rein. Ja, nun? Ah, jetzt I'm kommen wir da an. glad that Wow, you geil. acted wisely. Who knows what could happen if you didn't? Das ist ein Aquarium. Ja, und das ist jetzt das Brenneisen, oder wie das heißt da. Oder? Brandeisen, ja. Da müssen wir jetzt den Herd noch reparieren. Ja, wir brauchen aber Gas. Oh, wir haben doch die Ölkanne. Vielleicht geht's ja damit irgendwie. Das ist ein Gasherd und kein Ölherd. Ja, und wenn es aber zündet und Öl brennt. Dann macht's Bumm. Ja, Wir hatten und? mal einen Herd. Ja, der Herd ist uns doch völlig egal. Wo ist denn die Ja, wir sind Garderobe? dann tot. Wo ist denn die Garderobe? Da geht's zum Bade, zum Schlafzimmer. Rechts müssen wir, glaube ich, rein. Ach, die war zu. Oh, das war eine zu Tür, wollte ich gerade sagen. Das Eine ist eine Tür. zur Tür. Wir müssen zurück und dann müssen wir geradeaus. Stockwerk wechseln. Geradeaus. Rechts, ja, und dann muss ich Da. auch über. Da ist sie doch, ja. Mal schauen, was wir jetzt bekommen. Bargfrede. Das wäre toll, wenn Bargi da drin sitzen würde. Der war mal die 44. Deswegen ja, Schatz. Das Ein, war ja der Gag. ich weiß, ein Türknauf. Oh, wo fehlte der denn jetzt? Vorhin erst. In diesem Gang, glaube ich. Aber wo wir den Adler gefunden haben. Ja. Genau, ja, dann müssen wir da hin. So. Links. Was war eigentlich hier? Zu. Ja, aber warum?
dem Fall war. Warum, weiß ich auch nicht. Ich wollte rechts. Wissen, ob da generell abgeschlossen ist oder ob man da noch was hätte tun können. Kann man nicht. Geradeaus. Und dann rechts. Da. Oh. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich habe auch gedacht, wir brauchen noch einen Schlüssel oder so. Oh. Oh, da geht's sogar noch weiter. Aber Blumen nehmen hier vorne, links. Da nicht, da auch nicht. Hier ist bestimmt irgendwas. Stahlrosen! Ja. And who invented all these hiding places? Oh yes, that would be me. Eine Fischstatue. Der kommt, das ist das letzte Tier, was uns meinst geht. Du, dass. Weil irgendwie sieht das anders aus als die anderen. Nö, das passt schon. Ja? Bevor wir weitergehen, er hustet sich schon wieder die Seele aus dem Leib. guck ich mal, ob hier noch was ist, aber. Nö. Normalerweise ist das ein bisschen wenig für einen so ein Bild, oder? Gut. Ja. Gucken wir weiter. Was war das denn? Da hat, glaube ich, gerade das einfach ein bisschen geleckt. Gazing at water calms you down, as if it's telling you everything will be fine. The maiden who appears from the deep is seen as a miracle, but it's only another lie hidden under a false promise. The maiden is not so wonderful, and the sea shows its anger. Das sieht ziemlich geil aus. Ja, auf jeden Fall. Ich kann seinen Sinn für Kunst durchaus nachvollziehen. So. Was sollen wir jetzt hier tun? Einige Statuen dieses Brunnens fehlen. Ja, genau. Ich glaube, das ist nämlich hier die Fischstatue. Ja. Ui. Hingehört. Guck mal, die spuckt da genau drauf. Wir brauchen also noch zwei Statuen. Und die haben wir jetzt in der Hosentasche gehabt. Wie im Klimansland. Moment. Ach, du Scheiße. Naja, bevor wir die anderen nicht finden... Ah, ich sehe schon. Siehst du da oben die Symbole? Ja. Und siehst du hier die Symbole? Ja. Der muss auf den da. Ein nach links muss du. Genau. So. Da musst du hin, genau. Mhm. Gut. Aber weiter kommen wir da jetzt hier noch nicht. Na gut. Wie komme ich denn jetzt wieder raus? Vielleicht zurückgehen, Schatz. Ja. Kann man hier... Rechts ist doch ein Pfeil. Kann man da lang? Da kann man zum Schwimmbecken. Ja. Und da kann man auch lang. Oh. Ich gehe mal da so. Das ist eine Leiter. Wo? Da, wo du bist. Ein Stück tiefer. Oh. Wir stecken die mal ein. Ja. Dann gehe ich mal da lang. Aber zum Glück ist das nicht komplex hier, das alles. Da ist der zugefallene Weg. Hier stand also auch mal ein Ausstellungsstück, okay. Oder? Das ist doch der eingestürzte Weg, ne? Nee, glaube ich nicht. Das ist ja eine glatte Wand hier. Hm. Und schon wieder ist mein Weg versperrt, ja. Moment. Da liegt... Ja. Ja, ein Widdersymbol. Kriegen wir alle 12? Der Tankdeckel fehlt. Ja, ich hoffe mal nicht. Das wäre ein bisschen viel. Okay, Moment, halt, ein wenig Öl wäre hilfreich. Ja, endlich! Oh. Okay, also wir brauchen wieder mal ein Seil. Das finden wir hoffentlich hier drin. Oh, du hast ganz kaputt gemacht. Entschuldigung. War keine Absicht. Wir haben eine Leiter. Die ich gefunden habe. Ja, das ist richtig. Ich bin schon wieder komplett überfordert. Hier erstmal den Raum fertig angucken. Ja. Das ist jetzt schon sehr komplex, das Ganze, ne? Hier lang oder da lang? Ich überlasse es diesmal dir. Ich gehe mal da lang. Ach, das ist einfach nur ein Rätsel. Einfach nur. Ja, ganz einfach. Ist das vielleicht so Minesweeper-mäßig? Nee, ich kann hier gar nichts anwählen.
Sicher? Vielleicht müssen wir das letzte fehlende Stück da noch einsetzen. Aber hier kommt nirgends ein Zahnrad, dass wir da was... Nee, wenn, dann müssen wir das verschieben. Aber... Und ich kann auch wieder was rückgängig machen. Was ist denn... Aber... Und hier unten... ist eine Anzeige. Aber die kann ich nicht anklicken, weil dann schmeißt es mich hier wieder raus. Dann guck doch auf die Lösung oben links. Erreiche den hervorgehobenen Ausgang des Labyrinths. Du hast dafür maximal 34 Züge. Ist das hier oder was? Wahrscheinlich. Aber wo fange ich denn an? Das ist eine gute Frage. Vielleicht warten wir einfach mal und gehen weiter. Ja, ich habe gerade gar keine Ahnung, was ich hier machen soll. Vielleicht kriegen wir noch einen Teil. Ja. Aber irgendwie sieht es nicht so aus, als würde da was fehlen. Erinnere dich mal an das Regenbogenrätsel. Da hat auch nichts gefehlt. Ja, da konntest du aber was schieben. Da ja anscheinend nicht. Ja, aber da dachte ich auch zuerst, ich kann es nicht. Kannst du gedrückt halten und schieben? Ah, warte mal. Ah. Und ich habe maximal 34 Züge. Warte. Okay. Wo willst du denn hin? Wo ist denn das hervorgehobene Teil? Ich sehe es nämlich nicht. Vielleicht hier, weil das heller ist. Aber gut, dann. Ja. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich geht es nicht einfach gerade durch. Nee, wahrscheinlich müssen wir es einfach finden. Ach so. Ja. Ja, dann such mal. Ich tippe irgendwie auf unten rechts. Oder was meinst du? Ich habe keine Ahnung. Wir haben maximal 34 Züge. Ja. Eigentlich müssen wir erstmal schauen, dass wir die alle aufgedeckt bekommen und dann... Okay, Sackgasse. Ja, weiter. Warte mal, ich könnte ja auch hier weiter. Ach so. Na, wobei, jetzt schauen wir erstmal. Und hier kriegen wir die Anzahl der Züge. Ja, sehe ich. Gar nicht so scheiße. Ja, die Frage ist, ändern die Teile sich jedes Mal? Weiß ich auch nicht. Ah. Vielleicht haben wir es gleich. Nein, haben wir nicht. Ich gehe jetzt mal hier lang. Da wohl nicht. Ich will auf jeden Fall versuchen, irgendwie nach rechts rüber zu kommen. Wahrscheinlich ist es doch oben irgendwo. Geh mal hoch. Ich finde das cool. Das ist schon cool, aber... Also ich gehe mal davon aus, dass es irgendwo am Rand ist. Das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Ich weiß es ja nicht. Man kann das ja eigentlich nur ein bisschen mit System angehen. Hier waren jetzt zum Beispiel noch zwei Teile, die ich noch nicht angeschaut habe. Und die will ich jetzt sehen. Du gehst genau wieder in die Sackgasse rein. Nein. Ach so. Doch. Ja. Da will ich jetzt lang. Weil das hatte ich noch nicht gesehen gehabt. Okay. Also dann wissen wir, dass wir jetzt in der Ecke das wohl nicht haben. Dann geh links noch weiter. Hast du noch ein paar Züge? Ja, warte mal. Da waren wir doch schon. Da war ich jetzt noch nicht. Da ist eine Sackgasse. Da ist eine Sackgasse. Okay. Also hier in diesem ganzen Bereich nicht.
Dann ist es vielleicht gleich doch am Anfang irgendwo. Ja, ich glaube, wüsste ich, wenn es genau neben dem Eingang wäre. Nee, das glaube ich nicht. Dann ist die Gefahr zu groß, dass man es auf Anhieb findet. Ich will das jetzt irgendwie ein bisschen systematisch angehen, das Ganze. Okay, also die zwei Reihen schon mal nicht. Da drüben auch nicht. Also muss es ja irgendwo hier sein. Ne? Das hast du richtig erkannt. Ich hätte jetzt unten weitergemacht, da waren wir doch schon, oder? Nee, da waren wir noch nicht. Ich bin da oben lang gegangen beim letzten Mal. Oh, gut. Okay, da geht's nicht. Okay. Da waren wir schon unten. Ja, so viele Möglichkeiten gibt es jetzt aber nicht mehr, ne? Wahrscheinlich ist er immer genau drum herum gelaufen. Es kann jetzt ja nur noch hier in dieser Ecke sein. Mhm. Das heißt, wir müssen wieder hier lang dann weiter. Was ist denn jetzt der... können wir uns den kürzesten Weg dorthin mal merken? Hier lang. Dann darüber. So runter. Ja, so ungefähr vielleicht. Links. Scheiße. Das ist Sackgasse. Ja, da war ich mir jetzt gerade nicht sicher. Runter. Und jetzt weiter rechts, oder? Nee. Ja, musst du ja. Du wolltest doch rechts unten lang. Ja. Ich würde nach oben gehen, weil rechts waren wir schon. Okay. Hier lang oder hier lang? Wenn dann links. Rechts waren wir doch schon überall. Waren wir da bis in der Ecke? Nee. Ich denke ja. Ich glaube nicht. Hä? Das kann doch nicht sein. Also ich habe jetzt gedacht, dass wir hier noch nicht waren. Vielleicht verstehen wir irgendwas nicht. Ja, aber was gibt's denn da nicht zu verstehen? Ja, den hervorgehobenen Teil sollen wir finden. Ich weiß noch nicht, was damit gemeint ist. Also, wenn wir jetzt hier nochmal lang gehen. Ich würde gerne schauen, dass wir, ich würde das hier unten gerne nochmal angucken, weil das sind jetzt die einzigen, wo wir wahrscheinlich noch nicht waren. Ja, dann bist du oben lang, aber schneller. Da brauchst du nicht den ganzen verwickelten Scheiß machen. Bist du dir sicher? So verwickelt ist es ja gar nicht. Ich muss doch nur hier und dann bin ich schon da drüben. Ja, wenn du das alles merken kannst, gut. Ja, so denke ich mal. Okay. Okay. Ah. Ja, diese drei wollte ich mir angucken. Ja, da kommst du von da aus nämlich nicht hin. Ja, aber irgendwie muss ich doch da hinkommen. Ja, von oben kamst du dahin. Nur von oben? Das weiß ich nicht. Du kannst auch versuchen, von hier aus hinzukommen. Ja, nee, komme ich nicht. Dann fange ich lieber nochmal an. So. Runter. Das kommst du in die Sackgasse. Ja. Rechts, ja. Aber das ist doch genau das gleiche, da bin ich doch gerade hergekommen. Nein, nein. Doch, ich bin hier rauf, glaub's mir. Du musst gleich nach oben. Ich weiß, ob da jetzt schon, weiß ich nicht, aber du musst gleich hoch oder... Nee, da noch nicht, ein weiter. Und ich dann... Bin genau da, nee, wo ich... Da, ja, nicht da, den hoch.
wir kommen gar nicht in die Ecke. Doch, du musst jetzt rechts rum und dann kommst du runter. Hast du ja vorhin auch so gemacht. Du hast dann bloß hier weiter oben weiter geklickt, deswegen bist du nicht ganz in die Ecke gekommen. Okay. Da nicht. Das muss jetzt hier sein. Ui. Oh. Jetzt haben wir aber echt alle durch. Der Spiegel. Der Spiegel. Im Badezimmer. Genau. Ach, ein Spiegelfragment. Okay. Hier waren wir doch jetzt schon, oder? Waren wir da? Nee. Du wolltest doch die Leiter so gern machen. Ja. I got a wooden ship. Are you ready? Well, not really. I am going as fast as I can. Of course, we're always late, because you are going as fast as you can. You always pick at me. The Love for Love movie doesn't start for an hour and a half. Yes, but I decided that we are not going to see Love for Love. We are going to see the Attack of Robot Assassins. Why tell me now? Well, I'm not going. Then stay home. You see, Sam, how fragile and pathetic marriage is. At first, everything is perfect, but later, only ruin remains. Da ist ein Garderobenchip an der Wand. Wir müssen jetzt aufhören, weil wir sind schon bei 36 Minuten. Ja, das war daran so lustig. Nein, weil wir das wieder voll verplant haben. Oder ich? Du? Ja, ja, Entschuldigung, ich. Du hast doch die Zeit im Blick. Schatz, ich möchte nicht, dass unsere Ehe schon in Scherben liegt, bevor sie anfängt, ja? Ich kann doch nichts dafür, wenn du nicht aufpasst. Oh. Bis morgen. Bis morgen, ciao.